So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Mechanikwaffe. Ihr wisst schon, wir mussten ja bis jetzt mit der Tüftlerwaffe was machen, also einen Kill machen, mit der Uhrzeitwaffe und jetzt mit der Mechanikwaffe. Damit sind quasi die alten Waffen gemeint. Was brauchen wir dafür? Richtig, wir brauchen dafür eine Tüftlerwaffe und mindestens zwei Schrottteile. So, wir bauen hier die mal gerade um zu einer normalen AR. Zwei Teile reichen davon schon für, und wie ihr seht, jetzt ist es ein Sturmgewehr. Ich weiß gar nicht, ob es. Hä? Warte mal, Sturmgewehr? Ja, eigentlich müsste es doch eine Mechanikwaffe sein. Ich glaube nämlich, die normalen Waffen zählen eigentlich nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ich bin mir nämlich gerade selber nicht ganz sicher. Weil Mechanik weiß ich eigentlich nur der Mechanikbogen. Und der Mechanikbogen ist. Ne, das ist der Uhrzeitbogen. Das ist dann der ganz normale Bogen, der halt auch mit den Mechanikteilen umgebaut wird zum, wie gesagt, Mechanikbogen. Aber wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren, wenn ich hier mal einen Gegner finde. Er ist da. Zack, 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 zack. Ja, die Aufgabe ist dann doch mal wieder ein Tick komplizierter. Weil ich weiß auch noch gefühlt nur, dass es den Mechanikbogen gibt. Ah, natürlich. Ja, danke schön. So, gerade mal gucken, wo hier jetzt hier einer mal rumgammelt. Oh, es kann ja nicht so schwer sein. Weißt du, wenn du einmal was machen musst. Ja, den da oben habe ich gesehen. Er mich auch. Und wie ihr gesehen habt, es zählt doch, obwohl es offiziell eigentlich keine Mechanikwaffe ist. Aber ihr habt es gesehen, es zählt dann auch mit der normalen AR. Es gibt natürlich den Mechanikbogen, das ist natürlich die einfachste Variante, aber ihr habt es gesehen, baut einfach eine alte Waffe zusammen und in dem Sinne habt ihr die Aufgabe geschafft. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.